Nein. Ich sag sogar Walla, nein. Boah, ich schwöre, das fuckt mich ab. Ich mach das Video woanders. Das ist übrigens der Retox-Sesser, Leute. Ich verabrede mich mit einer Freundin. Ihr wisst Bescheid, Leute. Kondome hatte ich natürlich schon am Start. Sie wohnt in Niederkrüchten. Was mache ich? Ich fahre natürlich erstmal mit der 19 zum Mönchengladbach Bahnhof, Hauptbahnhof, Busbahnhof. Dieser Bus kommt also so langsam Richtung Bahnhof an. So weit noch so gut. Der fährt ganz normal dahin, aber überhaupt nichts lag auf dem Weg. Gar nichts. Nana, zero. Was macht der Bus? Bleibt erstmal stehen, ja, der bleibt erstmal stehen, als ob da so eine rote Ampel wäre, mitten auf dem Bahnhof, Digga, natürlich ist da eine rote Ampel oder was. Fährt richtig langsam, ja, richtig langsam. Alle stehen schon seit 10 Minuten auf, weil die jetzt aussteigen wollen. Ich habe gecheckt, der Bus fährt natürlich nicht so schnell. Keine Ahnung, was der hat, ich bin da extra sitzen geblieben, weil ich gecheckt habe, das dauert noch. Der fährt so langsam, wie ein Mädchen kommt, wenn man es durch die Hose fingern will, nämlich gar nicht. Als es dann endlich so war, es war endlich so weit, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich war schon richtig bereit, ich war richtig bereit auf die Sache. Passiert Folgendes. Das war der letzte Bus, der gefahren ist, müsst ihr vorstellen. Das war der letzte Bus. Und Niederkrüchten, das ist so ein richtiges Kaff. Also da, wo ich hin wollte, nach Niederkrüchten. Der Bus kommt irgendwie nur einmal in der Stunde und der Bus ist halt, das war der letzte Bus, der gekommen ist. Ich bin dann halt ausgestiegen aus der 019. Was passiert? Ich gehe Richtung, also ich musste mich erstmal orientieren. Ich wusste, das war Bahnsteig. Bussteig, ihr wisst, was ich meine, 6 halt, eine 6. Reihe. Ich gehe dahin zu dem Schnellbus, der einzige Bus, der zu diesem Kaff fährt. Und das war der letzte Bus an dem Tag, weil das einfach ein Kaff ist. Ich hasse Käfer. Ungelogen. Wenn ich 18, ich will in eine Großstadt leben. Ich wohne auch in dem Kaff, aber ich will in einer Großstadt wohnen. Auf jeden Fall, ich gehe dann dahin. Der Busfahrer guckt mich an. Ich renne dahin. Ich dachte mir, okay, cool, der lässt mich. Kurz bevor ich einsteigen will, der Bus fährt vor meinen Augen, vor meiner Nase. Fährt der Bus einfach weg und das war der letzte Bus. Bist du nicht zufrieden mit deiner Arbeit? Bist du nicht zufrieden mit meinem Job, Digga? Aber weißt du, was du damit getan hast? Dass du einfach vor meinen Augen, ja, vor meinen Augen mit dem Bus weggefahren bist. Weißt du, was du damit ausgelöst hast und was du getan hast? Diese Dinger hier benutze ich sowieso nicht. Okay? Das heißt, ganz eventuell, ja, ganz eventuell, hast du die Geburt eines neuen Menschen einfach ausgelöscht. Es hätte passieren können, dass ein neuer Mensch auf diesen Planeten kommt und das Leben einer 17-Jährigen zerstört wird. Aber nein, natürlich musst du vor meinen Augen einfach mit dem Bus wegfahren. Ich finde, das geht überhaupt nicht klar. Das war nicht nett. Und ich möchte, ja, der Bus heißt, pass auf Leute, Schnellbus 83, der nach Niederkrüchten fährt, Mönchengladbach. Das ist eine Ansage. Und ich möchte, dass alle Leute, die dieses Video sehen, wenn ihr mit diesem Schnellbus fahrt oder mit der 019, dass ihr dem Busfahrer sagt, yo, Recall hat eine Ansage gegen dich gemacht. Guck dir das Video von Recall an. Du hast einen Menschen getötet. Sagt diesem Busfahrer, sagt allen Busfahrern 019 oder Schnellbus, danach, dass sie einen Menschen getötet haben, dass sie sich mein Video angucken sollen. Und damit denen auch mal bewusst wird, was sie alles damit auslösen können, wenn sie einfach wegfahren. Wenn sie einfach vor deinen Augen wegfahren, obwohl der Bus zeitlich gesehen das alles noch klar ginge. Ich möchte, dass jeder Busfahrer, dass alle Busfahrer über diese Konsequenzen mal nachdenken und ein Ehrenmann sind, vor allem was Dörfer angeht, was Käfer angeht. Ich finde, das geht absolut gar nicht klar. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Teilt das Video, verbreitet das, schickt das an allen Busfahrern, die ihr kennt, wenn ihr im Bus seid, im Bereich Mönchengladbach. Macht auf Recaller aufmerksam. Ich möchte, und ich glaube, es liegt auch in eurem Interesse, dass diese Busfahrer da mal alle aufgeklärt werden. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Mittag oder irgendwas Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal beim Recall.